Passanten auf dem Schlossplatz in Stuttgart haben sich geteilter Meinung gezeigt zu den angekündigten 2G-Restriktionen in Baden-Württemberg. Dem Land drohen laut Landesgesundheitsamt neue Kontaktbeschränkungen bereits ab Anfang September. Ab einer Zahl von 300 Covid-Intensivpatienten soll in dem Bundesland 2G gelten. Damit beliebe Ungeimpften auch mit negativem Test der Zugang zu Restaurants oder Konzerten verwehrt. Einige Passanten hielten diese Beschränkungen für einen Eingriff, der nicht sein dürfe. Doch Meinungen sind verschieden. Was erlauben die sich, dass sie sich da einmischen in unser Privatleben? Also wir kriegen jetzt so langsam alles vorgeschrieben. Ich bin geimpft, ja, Gott sei Dank, aber trotzdem muss ich sagen, ich finde es eine Unverschämtheit, wenn sich da ein Land oder irgendwelche Menschen einmischen. Ich kann besuchen oder sollte besuchen dürfen, wen ich möchte. Ja, ich finde das im Grunde genommen richtig, wenn das unterschiedlich gehandhabt wird. Nicht als Bestrafung, sondern einfach als eine Konsequenz aus unterschiedlichen Prioritäten, die man hat. Also zur Vermeidung der Verbreitung der Infektion wäre der Test eigentlich sinnvoller. Weil auch jeder Geimpfte oder Genesene kann Überträger sein. Und ich denke, jeder Mensch muss es sich selber entscheiden, was er macht und was es dann eben auch für Konsequenzen hat. So würde ich das jetzt mal beschreiben. Das würde die Epidemie etwas eindämmen oder weiterhin beschränken. Ich denke, das ist positiv. Die Geimpften sollen belohnt werden. Eigentlich finde ich es richtig. Ich finde, dass die Solidarität erwartet, dass bei so einer Pandemie sich alle impfen lassen, damit alle Leute gesund sind und wieder ihr altes Leben zurückhaben. Ach, ich finde, es macht keinen Sinn. Wenn ich ganz ehrlich bin, es macht für mich keinen Sinn. Und das ist für die Leute macht es nochmal, finde ich, Kinobetreiber. Es macht kein öffentliches Leben möglich, anstatt noch mehr wieder zur Normalität zurückzukehren. Gehen wir immer weiter davon weg, also es wird immer schwieriger. Und ich glaube, die Leute irgendwann, es reicht irgendwann einfach. Wissen Sie noch, wie das Märchen hieß, in dem sich nur das kleine Kind traute zu sagen, dass der Kaiser gar keine Kleider trägt? Geht es Ihnen auch manchmal so, dass Sie das Gefühl haben, dass etwas nicht ganz stimmt, obwohl viele das Gleiche sagen? Wenn Sie sich lieber auf Ihren eigenen Verstand verlassen und sich nicht scheuen, die Tatsachen zu sehen, wie sie sind, dann ist die Epoch Times genau das Richtige für Sie. Bestellen Sie die Epoch Times Wochenzeitung jetzt 3 Ausgaben kostenlos zum Kennenlernen und entdecken Sie den Unterschied.